Hallo meine lieben Streuselschnecken, heute zeige ich euch, wie wir das hier malen. Wir brauchen dazu einen Aquarellkasten. Ich habe hier meinen 12er Schminke Akademiekasten. Dazu noch ein paar Farben. Ich benutze hier zum Beispiel jetzt noch Maigrün. Das habe ich mir dazu gekauft. Eigentlich sieht der Kasten ja so aus. Den kennt ihr ja. Ich habe das jetzt hier mal aus dem Kasten rausgenommen, damit ihr die Farben hier besser sehen könnt. Wenn ich den Kasten hier immer so offen liegen habe, dann sieht ihr entweder den Kasten oder das Bild. Deswegen habe ich das jetzt mal voneinander getrennt. Dazu benutze ich noch eine Keramik-Mischpalette. Die Keramikpaletten finde ich am besten, weil die eben sehr robust sind und man kann die zur Not auch in die Spülmaschine packen. Dann natürlich wieder sauberes Wasser für meinen Pinsel. Dann ein DaVinci Nova Synthetics in Stärke 4. Den benutze ich sehr gerne. Ich habe hier natürlich mein Skizzenbuch, auf das ich schon ein Skizzenbuch geschrieben habe. Und dann habe ich hier noch, so wie immer, meinen rollen Lappen, den ich benutze, um meinen Pinsel zwischendurch mal sauber zu machen. Und ich habe noch hier meine kleine Pipette mit einem letzten Rest sauberem Wasser drin. Da benutze ich einfach ganz normales Leitungswasser. Und das nehme ich, um meine Farben zum Beispiel zu aktivieren. Das habe ich jetzt schon gemacht. Zum Aktivieren nehmt ihr einfach einen kleinen Tropfen hier. Setzt ihn auf die Farbe und lasst es dann ein bisschen einwirken. Ich benutze die Pipette, damit man die Farben dann gut mit Wasser ein bisschen anreichern kann, wenn sie in der Palette hier liegen. Ich mische mir jetzt zum Anfang mit dem Pink eine relativ große Menge Pink an. Gehe hier in die Farbe, die ist ja schon gut aktiviert, nennt sich das. Also das heißt, ich kann die Pigmente gut rausnehmen. Genau, dann gehe ich hier in mein Wasserglas und mache dann noch ein paar Farben, weil ich habe jetzt so viele Pigmente am Pinsel. Ich möchte die eigentlich gar nicht alle ins Wasserglas reingeben. Deswegen behalte ich so viel wie möglich am Pinsel dran. Man möchte ja auch nicht ganz verschwenderisch sein, nicht? Genau, gehe ich hier in das Pink. Jetzt habe ich den Pinsel doch ausgewaschen. Jetzt gehe ich ins nächste Pink, also nochmal ins gleiche Pink. Gehe hier nochmal rein. Nehme mir auch noch mal ordentlich Farbe raus. Daraus mische ich mir dann gleich ein Violett an. Deswegen noch mal ordentlich Pigmente rausnehmen. Huch. Ein Pinsel auswaschen, dann gehe ich in das Blau nebendran. Das ist ja schon so ein bisschen in Richtung Rot. Nehme da ordentlich Farbe raus und gehe hier rein. Hat mir jetzt noch nicht gereicht, also wasche ich den Pinsel noch mal aus, damit ich die Farben auch nicht zu arg vermische in meinem Aquarellkasten. Nehme hier nochmal ordentlich Farben, also Pigmente, raus aus dem Kasten. Gehe hier rein, das gefällt mir jetzt schon besser, ist ein schönes Violett geworden. Und dann nehme ich mir mit dem Pinsel wieder ein paar Farben auf und gebe es hier in die Palette. Das Bild wird ja jetzt nicht so groß, weil das Skizzenbuch ja klein ist. Und dann passt das ganz gut. Ich brauche das Violett ja nur, um später abzudunkeln. Dann nehme ich jetzt hier mein Maigrün, das ist auch schon aktiviert, nehme hier einige Pigmente raus, mische sie hier unten in die Palette rein. Das Maigrün dunkle ich aber gleich noch ein bisschen ab. So, einige Pigmente drin, noch ein bisschen Wasser dazu, aber nicht zu viel. Und dann gehe ich hier in mein dunkles Grün rein, das ich auch schon aktiviert habe, nehme hier auch noch mal ordentlich Pigmente raus. Und gebt damit was in die Palette und dann seht ihr, wie das Grün so ein Wiesengrün bekommt. Dann gehe ich hier nochmal ins Wasser rein und hole mir die Farben raus. Genau, das werden meine Blätter. Jetzt kann ich eigentlich schon direkt anfangen. Und jetzt zeige ich euch, wie man die Blüten malt. Ich gehe hier in das Pink hinein, lade den kompletten Pinsel mit Farbe auf. Ich streiche ihn dann ab, damit ich keine Tropfen dran habe und fange hier in der Mitte an. Ich nehme die Pinselspitze und zeichne mit der Pinselspitze ein paar Cs. Ich habe da ordentlich Farbe dran, male hier die Cs so umeinander.
Das hat ein bisschen was von einem Blumenkohl, den man hier malt. Man kann hier sehr schön einfach frei so vor sich hin wursteln. Einfach ein paar Bögen zeichnen. Man fängt in der Mitte an und setzt immer ein paar außen rum. Die können auch alle unterschiedlich groß sein, manche flach und manche nicht. Bis man ungefähr so viel hier hat. Das Weiße sollte auch auf jeden Fall weiß bleiben, denn das ist ganz wichtig für unser Bild. Das sind die Lichtreflexe, die es dann auf den Blütenblättern gibt. Dadurch erkennt man dann später, dass es überhaupt eine Blüte wird. Dann nehme ich wieder meinen Pinsel, lade ihn voll mit Farbe. Dann setze ich ihn hier auf mit der Spitze und fange jetzt hier an, ganz doll zu drücken. Ziehe einen ganz breiten Strich und höre dann hier wieder auf zu drücken. Und das mache ich jetzt quasi einmal außen rum. Ich überlappe auch ein bisschen. So. Die müssen gar nicht alle rund sein. Denn es ist ja Natur. Hier ziehe ich wieder. Immer auf die gleiche Weise. Ich drücke erstmal. Also drücke erstmal nicht, dann drücke ich und dann lasse ich wieder locker. Das kennt ihr vielleicht vom Lettering, dass man mal drückt und mal nicht. Dadurch die ganze Größe des Pinsels ausnutzt. Und gehe hier so rum. Hier unten fehlt mir noch ein bisschen was. Dann mache ich noch was dazu. Wie ihr seht, ich mache das gar nicht rund, denn jetzt mache ich den Pinsel nochmal aus. Lasse ihn mit klarem Wasser gefüllt und gehe jetzt hier über den Rand und mache hier so eine Wölkchen, indem ich die Pigmente nach außen ziehe. Das ist natürlich einfacher, wenn die Farbe noch nicht trocken ist. Da ich dann so die Pigmente wieder aktivieren kann und lösen kann und dann entstehen diese Wolkeneffekte. Und so werden dann auch die Formen, die ich vorher gemacht habe, wieder relativiert. Hier rein und ziehe die Pigmente nach außen, kann dabei die Farben noch so ein bisschen dahin schubsen, wo ich sie gerne haben möchte. Und hier noch ein bisschen verteilen. Dann gehe ich jetzt den Pinsel auswaschen. Ich trockne den Pinsel jetzt ab. Und dann gehe ich in mein Violett rein, lade den Pinsel wieder auf. Ich trockne den Pinsel vorher ab, damit er eben keine Wasseranteile mehr hat oder so wenig wie möglich. Und jetzt gehe ich mit dem Violett hier rein und ziehe mir noch ein paar Bögen und setze ein paar Flecken rein. Das sind dann unsere Schatten in unserer Blume. Und da kann man ganz frei sein, möglichst nicht über die weißen Flecken gehen. Und da, wo die Farbe eben noch flüssig ist, da stehen dann schöne Verläufe. Hier ist mir die Farbe schon ein bisschen zu trocken, deswegen gehe ich da nochmal rüber. Dann wird es hier noch ein bisschen dunkler. Und man kann da auch recht frei sein und ein bisschen experimentieren. Und mit der Übung wird das dann auch leichter. Jetzt gehe ich noch mal ins Pink rein, setze mich hier wieder ein Blümchen auf, fange mit den C-Bögen an oder mit den Bögen, setze sie immer umeinander rum, dann lade ich den Pinsel noch mal voll und mache meine großen Striche. Das sind dann die großen Blätter, die hinterher so ein bisschen wolkig werden. Setze das hier außen rum, kann dabei ganz frei sein. Setze ich hier noch ein Blümchen hin, auf die gleiche Weise. Es geht ganz schnell, wie ihr seht. Ein paar Cs oder Bögen drum rumgemalt um die Mitte, die wir uns ausdenken. Und so können wir hier immer größer werden. Dann nehmen wir wieder den Pinsel und machen unsere großen Bögen. So, hier einmal rum. Das ist alles ganz schnell gemacht und ganz einfach. Den Pinsel wieder auswaschen, solange die Farbe noch frisch ist. Und dann ziehen wir hier wieder unsere Wölkchen. Das Ergebnis hängt auch ganz krass vom Aquarellpapier ab, das man benutzt. Ich habe hier ein Aquarellskizzenbuch. Das ist natürlich qualitativ nicht so hochwertig wie richtig teures. Deswegen, wenn ihr das jetzt auf dem Blog übt, dann wird euer Ergebnis auch ein bisschen anders aussehen. Aber das ist gar nicht schlimm, denn beim Aquarell ist ja sowieso jedes Bild einzigartig. Jetzt war ich hier zu langsam, deswegen gehe ich hier nochmal ins Pigment rein und male hier nochmal drüber, damit ich da noch ein bisschen was Angelöstes
ein bisschen besser verteilen kann. Ich mache hier auch ein paar ganz leichte Striche. Wir können auch viele weiße Flecken lassen, das ist gar kein Problem, das sieht dann auch gut aus. Dann trockne ich den Pinsel nochmal ab, gehe ins Violett, mache nur die Spitze feucht und gehe jetzt hier in die Mitte und verdunkle ein bisschen die Mitte von den Blüten, die wir hier haben. Denn so dunkel wie die erste Blume muss das ja jetzt nicht alles werden, sonst wird mir das zu dunkel. Dann gehe ich jetzt ins Grün, lade den Pinsel voll und streiche ihn ab, damit er keinen Tropfen hat. Dann gehe ich hier rein, aus der Mitte raus, setze nur ganz kurz auf, dann drücke ich den Pinsel durch und gehe hier rum, nehme noch ein bisschen Farbe auf, mache das gleiche dann hier nochmal. Gehe hier so rüber und hier sieht man schon, wie schön das Grün in das Violett reinläuft. Dann mache ich noch hier das gleiche nochmal in klein. Farben können schön ineinander laufen. Dann mache ich hier noch ein großes Blatt auf die gleiche Weise. Dadurch, dass wir zwei Linien ziehen, haben wir in der Mitte so eine kleine weiße Linie. Das ist unsere Blattnarbe. So kann man sehr schön unterschiedlich große und geformte Blätter zeichnen. Kommt auch mit der Übung, das ist eigentlich ganz einfach. Wenig aufdrücken, viel aufdrücken, dann wenig aufdrücken. Das gleiche dann nochmal in die andere Richtung. Und so hat man dann schöne Blätter. Man kann auch einfach nur ein kleines Blatt zeichnen, indem man wenig aufdrückt, dann doll aufdrückt und wieder loslässt. So bekommt man kleine Blätter, die dazu passen. Und jetzt kann man hier oben einfach weiter zeichnen. Ein paar Blätter dazu. Wie das dann mit der Komposition ist, das wird mit der Zeit ein bisschen einfacher. Ich mache jetzt hier eine ganz einfache Version, wo ich nur eine Schicht quasi male. Man kann natürlich auch erstmal hellere Schichten malen und dann dunklere Schichten drüber malen. Dadurch bekommt das ganze Bild dann noch ein bisschen mehr Fülle. Aber in diesem Bild soll es ja schnell gehen. Jetzt gehe ich nochmal hier rüber. Und jetzt mache ich was. Jetzt mache ich eine kleine Knospe. Ich fange jetzt hier oben an. Die soll hier oben ans Ende kommen. Ich setze hier kurz auf, mache einen kleinen Bogen und dann drücke ich doll auf. Mache hier so einen kleinen Bogen rum. Jetzt mache ich das nochmal in andersrum quasi und setze hier nochmal sowas dran. Ein paar kleine Strichelchen und Pünktchen. So wird dann das Blatt ein bisschen fülliger, gehe dann hier außen rum, trockne den Pinsel wieder ab, gehe dann in mein Grün mit der Pinselspitze bloß und ziehe dann hier ein paar Striche raus. Dann gehe ich mit dem Pinsel nochmal rein, mache dann hier noch ein Blatt dazu. Das war es dann auch schon wieder mit meinem Grün. Jetzt gehe ich zurück, mische mir noch ein bisschen Pink mit dazu. Es ist doch schon leer geworden. Ein bisschen mehr Pink, ein bisschen mehr Wasser. Und dann mache ich hier noch eine seitliche Rose dazu. Dazu setze ich hier wieder an und mache meine Bögen diesmal in der Form eines Ovals. Also ich mache keinen ganzen Kreis davon, sondern platziere sie so, dass sie mehr so ein Ei ergeben. Dadurch ergibt sich dann der Effekt einer seitlich gezeichneten Rose. Und das ist auch schon das Innenleben. Jetzt nehme ich den Pinsel wieder und mache hier so meine großen Blätter außen rum. Kann auch ganz frei sein. Und schön mit der Pinselbreite arbeiten. Hier wenig drücken, dann doll aufdrücken und wieder wenig. Das ist ein ganz schöner Effekt. Den Pinsel wieder auswaschen, mit Wasser wieder auseinanderziehen. So bekommt man die wolkigen Effekte. Und hier ziehen wir noch ein bisschen was auseinander. Da gehe ich nochmal über das Blatt drüber, das ist mir schon zu schnell getrocknet, weil es so warm ist durch die Studioleuchten. Gehe ich nochmal ins Violett, setze mir hier ein paar kleine Schatten rein, dann gehe ich wieder ins Pink,
Und setze hier noch eine Blume, also wieder die kleinen Bögen in die Mitte. Das wird wieder eine runde Blume. Mal meine kleinen Bögen um die Mitte drumherum. Und dadurch, dass ich die Bögen ja alle einzeln ziehe, kann ich dann immer noch nachjustieren, wenn ich zum Beispiel die Mitte nicht ganz genau getroffen habe. Oder merke, ich möchte es doch ein bisschen anders haben. Kann ich jetzt hier zum Beispiel auch größere Bögen machen, bevor ich dann in die ganz großen Blätter gehe. So bekommt dann jede Blüte noch was Einzigartiges. Weil jetzt noch einige von diesen großen Bögen. Jede Blüte ist ja anders. Jetzt gehe ich wieder den Pinsel aufladen, setze hier an und gehe mit der vollen Breitseite rum. Das gleiche mache ich dann hier. Dann sieht man schon, wie die Blüten ineinander verlaufen. Die geben diesen schönen Effekt. So, schön rüber. Jetzt gehe ich hier, mache hier noch ein Blatt. Wasche den Pinsel wieder aus, streife ihn ein bisschen ab und ziehe dann hier wieder die Pigmente nach außen. Genauso mache ich das dann hier. Und habe dann hier wieder schöne Schatteneffekte. Jetzt mache ich den Pinsel halb trocken, also streife ich am Wasserglas ab, gehe nur mit der Spitze in das Pink rein und ziehe noch so ein paar Bögen außen rum. Dadurch sind sie dann schon so mit einem leichten Verlauf ausgestattet. Mache ich den Pinsel wieder sauber, trockne ihn ab. Das Abtrocknen nicht vergessen, sonst kommt zu viel Wasser rein. Gehe wieder in das Pink, mache so den halben Pinsel voll, gar nicht mal zu viel. Gehe dann hier, wo sich die Blumen überlappen, und male in die feuchte Farbe rein. Dadurch entstehen dann so kleine Schatten. Dann mache ich hier noch ein paar Bögen. Da kann auch ein bisschen was dunkler werden. Da kann man ganz frei sein. Wenn die Farbe auch nicht mehr ganz flüssig ist, dann das ist auch nicht schlimm, dann läuft es nicht überall ganz gleichmäßig, aber das ist auch kein Verbrechen, es gibt ja kein richtig und kein falsch und es sind eigentlich auch sehr schöne Effekte und man kann hier noch ein bisschen nachhelfen. Und jetzt nehme ich hier den Pinsel, die Pinselspitze und zeichne hier noch ein ganz klein bisschen Kontur rein. Genau, jetzt wasche ich den Pinsel wieder aus, trockne ihn ab und gehe zurück ins Grün. Denn hier fehlen mir ja noch ein paar Blätter. Und dann nehme ich hier die Pinselspitze. Muss natürlich aufpassen, dass ich mit meiner Hand nicht in das bereits gemalte Bild reingehe, sonst vermischt ja alles. Oder sonst verschmiere ich alles. Jetzt male ich da noch ein paar Blätter. Da passt noch was hin. Da kommt noch ein Blatt, immer auf die gleiche Art und Weise, mit zwei mandelförmige Striche. Und da passt noch ein bisschen was Grünes dazu, was Kleines. Und da kann man auch ganz viel rumprobieren, wie man am besten Blätter malt. Aber so macht es schon Sinn, das ist ganz einfach zu machen. Einfach zwei Blätter und es müssen auch gar nicht alle perfekt sein. Blätter müssen nicht alle an der gleichen Stelle anfangen. Hier doll aufdrücken. Ein kleines Blatt von der Seite. Und dann gehe ich hier nochmal ganz mutig in die Farbe rein. Setze hier noch ein Blatt drüber. Dann geht es auch ein bisschen über das Rosa. So, und das war's. Fertig ist unsere Blumengirlande zum Skizzenbuch. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben oder du kannst meinen Kanal abonnieren. Du findest mich auch in unterschiedlichen Shops, zum Beispiel auf meinem eigenen Shop, bei Etsy oder bei Amazon. Außerdem kannst du mich bei meinen Kursen besuchen. Dort findest du online alles, was du wissen musst und kannst ganz bequem von zu Hause aus lernen. Du kannst mich natürlich auch auf Facebook, Instagram oder Twitter besuchen und auch abonnieren. Ich freue mich über jede Nachricht von dir. Und wenn du möchtest, kannst du mich auf Patreon unterstützen. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Ciao!